Jo, was geht? Ihr schaut Magnus Blog und willkommen zu einer wahrscheinlich kleinen rantigen, mit Sicherheit ziemlich weinerlichen Kolumne oder etwas weinerlichen Kolumne. Und zwar geht es nicht darum, dass sich dieses Dicelust-T-Shirt langsam auflöst, was mich aber auch sehr ärgert, sondern die Inzidenzzahlen gehen runter und obwohl KapitalvertreterInnen solidarischen Lockdown verhindert haben und es kein anständiges Management dieser konservativen Regierung gab, werden auch irgendwann wieder Freizeitaktivitäten möglich sein. Das bedeutet, dass Bands natürlich irgendwann mal wieder auf Tour kommen. Ich bin vor der Pandemie immer mal wieder gefragt worden, ey Mecklen, wie sieht's denn aus? Mainz-Wiesbaden, kannst du empfehlen? Wo sollen wir denn anfragen? Und daher hier die Frage, lohnt es sich denn überhaupt, wenn man auf Tour ist, Mainz oder Wiesbaden zu besuchen oder nicht lieber direkt nach Frankfurt oder nach Darmstadt weiterzufahren? Und ihr seht es am Titel, wenn es nicht anders geht, ist es immer noch besser als ein Day Off. Und das klingt vielleicht ein bisschen fies und das klingt auch ein bisschen anti-intuitiv, denn Mainz und Wiesbaden sind ja Zwillingsstädte de facto, teilen sich über 500.000 EinwohnerInnen im Kern, dazu ein unglaublicher Speckgürtel drumherum und hat natürlich auch den Schlachthof, der ja sowas wie es Angst macht, keinen Lärm hat, Punk in Traplik, ausverkaufte Konzerte von Feine Sahne Fischfilet, Terrorgruppe, auch Alarmsignal spielen da jetzt. Aber nichtsdestotrotz gibt es in dieser Region einfach ein gewisses Level, über das Bands erst drüber kommen müssen, bevor Menschen in einem vergleichbaren Maße kommen, wie sie sonst an anderen Städten kommen. Mein bestes Beispiel dafür ist 2011 Love Aim mit vor 18 Menschen, aber auch 2014 War on Women oder 2013 War on Women vor 20 Leuten, Petrol Girls vor 35 Leuten, 2018 sowas wie One Step Ahead oder Gedrängel, ich glaube nie vor mehr als 20 Leuten und wir können, es gibt Ausnahmen, Reviver war mal ausverkauft im Mainusch, Jaya the Cat, ausverkauft in der Krea, HC Baxter zieht mittlerweile auch viel, das war früher hier auch in der Region anders, aber die haben alle schon ein gewisses Level erreicht und das strahlt aber nur semi-stark hier auf diese Region ab. Und von daher bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ja, ihr könnt natürlich vorbeikommen, wenn ihr Bock habt. Aber publikumstechnisch solltet ihr so gut wie nichts erwarten. Aber dafür gibt es ein paar andere Punkte oder einen Punkt, den es hier zumindest dann ganz cool macht. Aber erstmal, warum sollte man denn hier oder warum kann man hier eigentlich so wenig erwarten? Bei doch so einer großen Masse an Menschen, wenig Lifestyle, keine Infrastruktur und das in einer Abwärtsspirale. Mir fallen zwei Läden ein, die nach der Pandemie noch definitiv mehr oder minder offen für DIY-Kultur zumindest teilweise sein werden. Oder vor allem Konzerte sein werden. Und das ist einmal das Kuhkaff mit seinen Montagskonzerten auf dem Unicampus und das oder die Kreativfabrik in Wiesbaden. Diese beiden sind nicht genuin dafür da, sondern machen auch noch ganz viel anderes. Aber die anderen Locations, das aus Mainusch in Mainz, wird sich organisatorisch erstmal neu aufstellen müssen und auch fragen müssen, was es eigentlich sein möchte nach der Pandemie. Und das hatte davor schon organisatorische Probleme, nicht zuletzt die auch Standortbedrohungsfragen, die immer wieder aufgeploppt sind. Und das Sabot aus Wiesbaden ist auch vor der Pandemie schon gekündigt worden, existiert noch als Verein, soweit ich weiß, aber dort ist natürlich auch nicht geklärt, mit wem, wie, was, warum und in welcher Grußform oder überhaupt das Sabot nach der Pandemie starten und weitergehen soll. Dazu ist der zweite Punkt, ich glaube, das vergessen viele immer, dass Regionen sehr von vorheriger Lifestyle-Prominenz ein bisschen leben können, beziehungsweise immer Kräfte ziehen. Und wenn man mal fragt, welche Bands fallen dir aus Mainz-Wiesbaden ein, das wird echt eng für viele Menschen. Und wenn wir jetzt dem einen oder der anderen Bands einfallen, kann ich sagen, oder Szene oder Lifestyle-Prominenz einfällt, kann ich leider sagen, dass ich in den letzten Jahren sehr, sehr selten erlebt habe, dass sie auch wirklich auf diesen DIY-Konzerten, wo du prestigetechnisch nichts zu gewinnen hast, wenn du auftauchst, vorbeikommen. Wirklich, wirklich selten passiert das mal. Und dann muss eine Band wirklich, wirklich schon gut sein, aber eigentlich auch schon als Geheimtipp durchs Netz geistern. Aber wirklich erst, wenn es auch hier angekommen ist, dann und man natürlich Prestige gewinnen konnte, dann sind so Leute häufiger mal aufgeschlagen. Das führt natürlich zu einem immensen Problem. Es kommen wenig Leute, es gibt wenig Locations, das bedingt sich gegenseitig. So, also du kannst nicht viel Neues auf die Beine stellen, du kannst dich experimentieren und anbieten, weil du weder einen Raum hast, noch kannst du dir einen Raum mit 10 bis 15 zahlenden Hanseln auf Dauer halten. Das ist einfach eine Abwärtsspirale, die schwierig aufzuhalten ist. Dazu haben Mainz und Wiesbaden eigentlich keine
studentische Kultur. Wiesbaden hatte nie eine wirklich studentische Kultur. Die haben zwar eine FH, aber das hat zumindest meines Erachtens nie so ganz geklappt, da studentische Kultur aufzubauen. Dafür haben sie eine andere ganz coole Kultur immer noch, die sich hält. Und Mainz baut seit spätestens 2009 extrem ab. Also so alleine die Sommerfeste der Universität, und die Uni ist ja wirklich groß, sind so durchkommerzialisiert, dass es Fremdgetränke sind verboten, was früher nicht der Fall war. Es ist sehr viel strikter, die Getränkepreise sind extrem auf so Festen schon angestiegen. Dazu werden auch die Angebote immer weniger angenommen, die studentischen, die es noch gibt. Aber das liegt auch daran, dass Menschen hier nur noch 3 Jahre zum Studieren hinkommen, das als Abschnitt in ihrem Leben sehen und dann gerne danke weiterziehen. Und das kann ihnen niemand verübeln, denn tatsächlich nimmt die Lebensqualität in dieser Stadt ab. Aber es ist auch so, dass natürlich Menschen, die das nur als Abschnitt sehen, wenig Zeit und Lust haben, da Energie reinzustecken, irgendwas Neues aufzubauen. Als wäre das nicht genug, der Rhein, die natürliche, unüberwindbare Grenze. Mainz und Wiesbaden sind ja, wie gesagt, Zwillingsstädte de facto, oder ich würde sie als Zwillingsstädte bezeichnen, werden aber von einer unglaublich langen Bahnfahrt von 12 Minuten miteinander getrennt. Kukaf und Mainusch befinden sich dann so 3 bis 5 Minuten Tramfahrt vom Bahnhof entfernt. Die Krea läufst du 8 Minuten zu Fuß vom Bahnhof in Mainz. Ist übrigens direkt gegenüber vom Schlachthof auf dem gleichen Gelände. Und ja, das ist aber sogar gleiche Wabe. So ein Streckenticket kannst du eine Stunde lang hin und her düsen. Wird aber nicht genutzt. Ist irgendwie eine Sache, Wiesbadener kommen nicht nach Mainz, Mainzer kommen innen, kommen nicht nach Wiesbaden. So sieht das leider aus. Vorteil ist, wenn man zu der seltenen Spezies gehört, die rumswitcht, wenn du genervt bist von den WiesbadnerInnen, gehst du nach Mainz, wenn du von den MainzerInnen genervt bist, gehst du nach Wiesbaden und kannst dann warten, bis du von der anderen Seite genervt bist und wieder rum. Tada! Aber nein, man besucht sich so gut wie leider gar nicht. Und nach all dem Schimpfen, warum lohnt es sich dann trotzdem? In dieser mangelnden Infrastruktur liegt auch eine Chance. Das mag eine sehr bittere Chance sein, aber es ist, die auch eine gewisse Schönheit hat. Und wenn du auf Ressourcen nicht zurückgreifen kannst wie Geld, musst du das ja irgendwie ausgleichen oder es bleiben lassen. Und dadurch hat sich ein kleiner Kern VeranstalterInnen entwickelt, die eine große Kompetenz haben, die sehr, sehr viel persönliche Zeit und Liebe dann einfach reinstecken. Nicht, dass andere VeranstalterInnen das sich auch machen würden, aber die einfach wirklich Energie reinstecken und damit einem besonderen Typus auch Bands einfach irgendwas gegeben haben, dass die Leute trotzdem immer gerne wieder herkommen und sich immer mit großer Begeisterung wieder herkommen, auch wenn sie wissen, dass es sich finanziell absolut nicht lohnen wird. Aktuell aktiv dürften das leider nur Keep It A Secret sein und Conny, die früher bei Ode Krawall dabei war, die das Ladyfest Mainz-Wiesbaden mitgebucht hat, die dann im Sabor aktiv war jahrelang und die sich leider weigert, ihre Konzertgruppe Konstanz Gute Konzerte zu nennen, was ich einfach großartig finden würde, aber ein bisschen Schwund ist immer. Aber irgendwie kommen manche Bands, fühlen sich so wohl, dass sie gerne wiederkommen und auch häufig oder auch mit großer Freude wiederkommen. Ein anderes gutes Beispiel ist Crust Punks and Love, der jetzt in Hannover aktiv ist, der irgendwie auch geschafft hat, tausende Bands, die sonst vor wirklich großen oder vor wirklichen Massen spielen, hier hinzulocken und jetzt das Glück hat, mit seinen Kompetenz und seinen so eine Rahmenbedingung und auch ein Vertrauen, was er bei den Bands entwickelt hat, in Hannover zu wohnen und den Bands sowohl seine Kompetenz anzubieten zu können, als auch seinen zumindest mal potenziell größeren Stock an BesucherInnen. Was super für die Bands ist, was mich sehr, sehr freut, was natürlich für die Region scheiße ist, aber für Crust Punks and Love die beste Entscheidung, die er machen konnte. Aber nichtsdestotrotz ist, wenn ihr darauf Bock habt, wenn ihr mehr auf Atmosphäre und auf sehr viel Herzblut und Leidenschaft steht und es nicht so wichtig ist, dass ihr mal ein bisschen Spritgeld zur Not auch drauf zahlt, weil wirklich nicht genug Leute gekommen sind, um das zu zahlen, wäre das hier tatsächlich eine Region für euch. Ansonsten, auch in Darmstadt mit den Raccoons gibt es super Menschen und ich möchte überhaupt nicht sagen, dass die weniger Herzblut rein, oder die stecken nochmal anders Zeit rein, weil sie einfach auf mehr Ressourcen zurückgucken können. Frankfurt sowieso, aber in Frankfurt kenne ich leider auch niemanden persönlich, behaupte ich jetzt einfach mal. Also, bevor ihr einen Day Off habt, versucht gerne hier ein Konzert zu bekommen, aber immer mit der Erwartung, dass ihr unter Umständen nicht mal das Spritgeld rausbekommt, aber ihr einen schönen Abend haben könnt. Bis dahin. Danke an die ganzen Leute, die das hier noch machen. Und ihr, haut rein.